Geliebte Träger des Lichts, wir sind die Wesen der höheren Lichtdimensionen und wir sprechen zu dir durch eine Energie, die du kennst als Erzengel Metatron. Der September war ein sehr intensiver Monat für viele Menschen auf der Erde. Und der Oktober bringt nun eine ganz neue Energie mit sich. Eine Energie, in der du dich mit deiner eigenen Seele und mit deiner eigenen Unsterblichkeit intensiv auseinandersetzen darfst. Denn die Energien, die jetzt aus der geistigen Welt und von der Zentralsonne einfließen auf die Erde, sind sehr starke, sehr kraftvolle Energien. Du bist verbunden mit der hohen Schwingung des Universums, denn die Erde hat im September wieder einen großen Schritt getan in ihrem Aufstiegsprozess. Etwas, was du im September vielleicht auch stark gefühlt hast. Denn wir wissen es, die Energien waren intensiv im September. Doch auch Oktober bringt intensive Energien mit sich. Denn du bist jetzt stark verbunden mit deiner großen Vision, mit dem, was für deine Seele wichtig ist, in diesem deinem Leben. Das heißt, du hast jetzt im Oktober einen sehr klaren, sehr direkten Zugang zu deinem eigenen Seelenplan und zu deiner Seele. Und dieser Seelenplan hat Großes mit dir vor. Deine Seele erkennt deine Größe, deine Macht und deine Großartigkeit. Deine Seele weiß, dass du einmalig bist und unvergleichlich. Und sie hat sich für dich einen Weg gewählt, der genau dem entspricht, was du bist und wie du dein größtes Potenzial ausleben kannst. Der Oktober lädt dich ein, dich voller Freude, Selbstbewusstsein und Fokus auf deine Ziele einzustimmen. Der September war anstrengend und intensiv für viele Menschen auf der Erde. Und jetzt bist du eingeladen, das Steuer deines Lebensschiffes wieder ganz in deine Hände zu nehmen. Du bist eingeladen, dich auf deine große und großartige Vision in deinem Leben zu konzentrieren. Deine Träume sind richtig und wichtig. Wenn du einen Traum hast, dem du gerne nachgehen möchtest, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, dich voller Freude dafür zu entscheiden. Denn deine Träume führen dich ganz genau dahin, wo deine Seele dich haben möchte. Deine Träume führen dich zu deinem Seelenplan. Wir aus der geistigen Welt verstehen, dass dies manchmal ganz schön einschüchternd sein kann für die Menschen, ihren eigenen Träumen zu folgen. Den Menschen wurde seit Jahrhunderten gesagt, dass ihr dies oder jenes niemals erreichen könnt. Doch diese Information ist inkorrekt und deine Seele weiß das schon lange. Sie weiß, dass dies eine große Lüge ist, die allerdings auf der Erde noch immer tief verwurzelt ist. Doch nicht für dich. Du bist ein Träger des Lichts. Du bist einer der Menschen, die mutig vorausgehen, ihr Licht tragen und sich von alten Paradigmen und Glaubenssätzen lösen. So darfst du dich jetzt im Oktober
auch von deinen eigenen alten, unnützen und überholten Glaubenssätzen lösen und einen Weg der Freiheit und der Leichtigkeit gehen. Einen Weg, der dich in deine Schöpfermacht und deine Größe führt und der dir zeigt, wie und wo du glücklich bist. Wenn du dich jetzt im Oktober entschließt, eine Entscheidung zu treffen, in der es wirklich darum geht, deinen Zielen und Wünschen näher zu kommen, dann wirst du vom Universum für deinen Mut belohnt werden. Denn jede Investition, die du jetzt für dich, für deine Seele und für deinen Seelenweg tätigst, wird sich in Zukunft auf vielfache Weise zurückzahlen. Du darfst jetzt erkennen, wenn du in den Fluss der Energien einsteigen möchtest, musst du als erstes einsteigen, damit die Energien dann auch zu dir zurückfließen können. Dieser erste Schritt braucht für viele Menschen viel Mut. Doch genau dieser Mut wird vom Universum belohnt. Jetzt im Oktober bist du eng mit dem Energiefluss der Manifestation verbunden. Nutze diese Magie, die sich in den nächsten Wochen zeigt, ganz für dich und gehe deine Schritte mutig und kraftvoll. Und ja, es braucht Mut. Verbinde dich für einmal mit deiner Seele. Sie hat sich große Aufgaben für dich überlegt, denn deine Seelenentwicklung ist so weit vorangeschritten, dass sich die kleinen Aufgaben für dich aus Sicht der Seele gar nicht mehr lohnen würden. Je mehr Mut du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, umso mehr ist diese Aufgabe mit deinem Seelenplan verbunden. Und umso sicherer kannst du sein, dass das der Weg ist, den du entlang gehen solltest. Wir aus der geistigen Welt stehen an deiner Seite und unterstützen dich dabei, wahrzunehmen, was wirklich deinem Seelenplan entspricht. Darum verbinde dich jederzeit mit uns. Gehe ins Gespräch, in den Austausch. Aber den letzten Schritt, die Entscheidung für dich, das ist der Moment, den du alleine gehst. Denn deine Seele will sehen, dass du den Mut hast, dich wirklich und wahrhaftig für deinen Seelenplan und deine Ziele und Wünsche einzusetzen. Darum achte darauf, wie du in eine wunderbare Ko-Kreation mit deiner Seele gehst. Achte darauf, aus der Freude und dem Glück zu erschaffen, denn damit erschaffst du dir Leichtigkeit und Fülle und der Energiefluss der Manifestation kann dir deine Geschenke mit Leichtigkeit bringen. Denn denke immer daran, du bist ein Wesen des Lichtes und je mehr Licht du in dein Leben trägst, umso mehr Licht trägst du auch auf die Welt und unterstützt automatisch den Prozess der Erde, der sich für viele Menschen im Moment oft so anstrengend und schwer anfühlt. Doch es darf jetzt leicht sein für dich. Du darfst dich mit dem Licht deiner Seele und deinem inneren Licht verbinden und somit zu einem wahren Leuchtturm für deinen Planeten werden. Einen Leuchtturm, der die dunkle Nacht erleuchtet und der eine Anführerrolle übernimmt in seinem Leben. Denn auch dafür bist du auf dieser Welt, um die Menschen in die neue Zeit zu führen. Diese neue Zeit, in der du bereits angekommen bist und in der du jetzt Wurzeln wachsen lassen darfst. Weil du dieses Leuchten so stark in dir fühlen kannst, kann es sein, dass du im Oktober auch selbst ein wenig feurig bist.
dass du dich mit der Feuerkraft und der Energie der Sonne verbindest und dieses Feuer in deinem Leben lebst. Nutze diese Energie, um deine Aura damit zu stärken. Nutze sie, um kraftvoll und mutig Veränderungen in deinem Leben zu erschaffen, für die du bisher den Mut noch nicht hattest. Nutze das Feuer, um zu verbrennen, was für dich nicht mehr in der richtigen Schwingung und notwendig ist. Setze klare Entscheidungen. Gehe deinen Weg mutig und fokussiert. Und denke daran, dass wir jederzeit an deiner Seite sind. Verbinde dich mit uns und gehe in den Austausch. Und mein Name ist Erzengel Metatron.